Heute ist unser traditioneller Apfel- und Bauernmarkt hier in Kloster Arnsburg zum 14. Mal schon veranstaltet und eine Initiative der alten Klostermühle in Zusammenarbeit mit der Stadt Lisch. Das sind die Äpfel, durch die Äpfel durch die Schredden und werden dann hier in die Wanne hergebracht, werden dann in die Presse reingemacht und werden dann gepresst und dann kommt und gibt eine gute Saft. Der gute Apfel muss süß sein, aber er muss auch Säure haben. Und das ist häufig nicht der Fall. Und er muss Biss haben, also er muss im Fleisch sehr komprimiert sein. Und dann ist er ein guter Apfel. Das Besondere ist, dass die Produkte aus der Region sind, aus der Region für die Region. Keine industriellen Produkte, alles ist hier erzeugt, gefertigt und wird hier zum Kauf und Verzehr angeboten. Wir haben hier unsere Edelobstbrände und Liköre ausgestellt. Wir haben also eine kleine Schaubrennerei in Friedberg-Ockstadt und verwerten dort unser eigenes Obst. Wir stellen Edelobstbrände her und diese Liköre. Der Apfel spielt natürlich eine große Rolle. Wir sind ja hier in Hessen und speziell in der Wetterau ein Hauptanbaugebiet für Apfel. Apfeldestillat, Apfellikör sind natürlich ganz leckere Sachen, die auch jetzt in die herbstliche Jahreszeit passen. Das ist unser Wildschweinschinken, der ist fast ein Jahr gereift. Wir machen das also im Ganzen, legen den Mitknochen ein. Man muss der fast ein Jahr reifen, bis er durchzieht. Der wird also nicht gespritzt, sondern nur eingelegt, gebögelt, wie es früher, wie man es gemacht hat beim Hausschlachten. Man muss der halt reifen. Wir haben eine Ausstellung von den Arnsburg Artist Team im Kulturgarten von Herrn Seehasch. Ich male sehr gerne in kräftigen Farben. Auch meine Blumenbilder, wie man an den Mohnblumenbildern hinten sehen kann, sind auch sehr kräftig. Kräftige Gelb-, Grün-, Blautöne. Das liebe ich. Es fällt mir sehr schwer, auch mal mit Schwarz und Grau zu arbeiten.